willkommen, liebe Gäste. Wir befinden uns hier im Salon 5 im Brick 5, ein Ort, der auch einer der Punkte ist, die die kreativen und umtriebigen Damen erwandert haben und uns präsentiert haben auf Wild Earth. Mein Name ist Anna-Maria Krasnick. Ich freue mich, dass Sie hier sind, dass Sie mitmachen bei diesem denkwürdigen, bei dieser denkwürdigen Begehung des neuen Buches, des in Kürze erscheinenden Buches, das ab 28.04. im Buchhandel, online, bei GEA und Edelwein. Ich musste immer nachdenken, weil Wien und Alpenverein, aber warum nicht auch das? Also beim Alpenverein Edelweiß zu erstehen ist. Wild Earth, alle die hier sind, werden es wissen, ist, ich nehme jetzt die Definition, die mir am nächsten war als Theatermensch und die mir so lieb ist. Es ist eigentlich im Grunde eine Bühne, die auf drei Säulen oder auf drei Kulturen steht, nämlich einmal auf dieser Internetplattform, in diesem Internetauftritt sozusagen zu frequentieren ist und zu besuchen ist, wildurb.at, wo es also Tracks und Points gibt, die uns diese verschlungenen Wege bzw. Orte, die die Stadt birgt, für den, der sie ergeht, zeigen. Es ist eine Vernetzungsplattform, es ist eine bewegliche Form, eine sich ständig verändernde, bewegte, kommunikative Form, die uns hier kredenzt wird. Es gibt die Smartphone-Applikation Herb Walker, die auch gerade im Gebärvorgang sich befindet und Ende Mai ihre erste Stufe erreicht haben wird. Also ab dann wird man noch mobiler mit dieser grundsätzlich mobilen Idee unterwegs sein können. Und es gibt, wie gesagt, seit heute dieses Buch und ab 28. auch käuflicherweise, nicht nur für diesen privilegierten Kreis hier, sondern vielleicht für viele, 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 die diesen wunderbaren kleinen Wanderführer in die Hosentasche stecken wollen. Denn großartigerweise ist es auch so designt, dass man keinen Folianten herumschleppt, sondern wirklich ein sehr smartes und umgängliches und vergnügliches Büchlein in Händen hat, wie Sie vielleicht unten schon gesehen haben. Ja, wie jede Bühne hat auch Wild Earth ein Publikum. Das Besondere daran und das besonders Sympathische daran ist, dass das Publikum gleichzeitig die Macher sind in gewisser Weise. Und das sind Menschen, so habe ich euch empfunden, die einfach in aller Individualität verschiedene Inhalte oder, ja, greifen wir mal hoch, Ideale verbindet, zu denen natürlich in erster Linie das Gehen, dass sich die Welt ergehen gehört, zu denen, auch das habe ich stark empfunden bei allen Beiträgen, der Wunsch oder die Sehnsucht nach einer Verbindung von Kopf, Herz, Seele, Verstand gehört und diese Verbindung mit dem Gehen bezeichnet oder erlebt. Es gehört dazu eine Art von Bewusstsein für Klimaschutz, für Umweltschutz, für Stadtentwicklung, überhaupt ein Bewusstsein dafür, dass man das nicht an sich vorbeiziehen lassen muss, sondern dass man es beeinflussen kann. Und sei es doch etwas scheinbar so Einfaches wie das Gehen. Ja, und ihr habt einen Punkt, den ich jetzt, glaube ich, so, wenn ich so mein Äuglein durchs Publikum schweifen habe lassen und es weiterhin tue, hier bei den Genossen links von mir, ist es ganz schlagend. Es sind Individualisten, die sich hier vernetzen zu diesen Themen. Das ist, glaube ich, euch allen, die ihr da mitgemacht habt und die ihr die Plattform besucht habt, bekannt. Was neu ist, das ist tatsächlich dieses wunderschöne Büchlein, wo man sozusagen nachurben kann, das heißt also Wege, die gefunden wurden, die begangen wurden, zu denen Geschichten erzählt wurden, nachvollziehen kann, individuell mit seinen beiden Beinen und in der Gesellschaft, die man sich dafür sucht. Es ist so, auch das habe ich Leuten hören, dass dieses Projekt nicht nur auf Wien beschränkt bleiben soll, sondern tatsächlich auf die Landeshauptstädte und darüber hinaus klingende Namen wie Paris, London, Welt, ja, von Wien nach Los Angeles, sich ergehen möchte, was ich super finde als Vision.
So was, also so ein doch zwar bescheidenes Büchlein, aber letztlich sehr, sehr umfassendes Projekt, auch vom, einfach vom Gedanken, der dahinter steckt, gebiert sich natürlich nicht selbst, sondern da gibt es Menschen, die dafür verantwortlich sind. Und das sind natürlich die Gine Knapp und die Doris Rittberger, bei denen ich mich herzlich bedanke für diese, ihr würdet sagen, urbige Idee. Weil es ja immer etwas Grenzpeinliches hat, sich selbst vorstellen zu müssen, auch wenn wir hier in einer vertrauten Runde sind, werde ich das kurz übernehmen. Ich glaube, das Tolle an Gine und Doris ist mal unbestreitbar, das sieht man an den Ergebnissen, dass das einfach ein wahnsinnig funktionierendes Team ist. Und ich denke, auch das hat zu tun mit Gemeinsamkeiten und mit Unterschieden. Die Gemeinsamkeiten fangen biografisch an. Das sind beide Damen hatten ihre Kindheit in Saalfelden, wenn ich das habe, ich vollkommen richtig in Erinnerung, verbracht und haben auch von dort den Aufbruch in die Welt, was zunächst einmal Graz war, und an die bildnerische HTL dort gemeinsam gewagt. Und nachdem anscheinend auch dieser Lebensabschnitt sozusagen sie näher zueinander gebracht hat, war der nächste Schritt dann die Eroberung von Wien. Wien, alle, die hier versammelt sind und die durch die Stadt urban wissen, das lässt sich nicht so leicht erobern. Infolgedessen ging es selbst zwei hochbegabten Damen so, dass sie zunächst im Copyshop hier ihre ersten Erfahrungen gemacht haben, aber nicht lange, denn man nahm die Sache selbst in die Hand und gründete im Alter von 21 Jahren, das muss man sich auch mal vorstellen, Agent Orange, Orange Agent. Ja, kann man in beide Richtungen. Wenn ich mit Orange anfange, will ich mehr Agency sagen, aber es ist nicht so. Ja, und zu dem allen, wo man schon meinen müsste, das ist ja schon viel, noch dazu, wenn man es schafft, so Ideen in sich gären zu lassen, wie diese wunderbare, mit der wir es hier zu tun haben. Aber dem nicht genug, es sind auch beide Gebärerinnen dieses Projekts tatsächlich Mütter. Mit einem Mädchen, das so alt wie die Agentur wird, habe ich gehört, 18, und einem auf die 12 zugehenden Jungen, also ja, große Kinder. Ja, also ein schlagkräftiges Damendoppel, das als Amarena-Kirsche auf der Sahnehaube dieser gesamten Gleichheiten große Unterschiede hat, indem die Gine diejenige ist, die grafisch tätig ist, die die Konzeptionen im Bereich Visualisierung aufsetzt, umsetzt, betreut, und die Doris sozusagen die Networkerin, die Kommunikatorin, die Chefin von Urb TV, also alles, was mit Kommunikation, mit nach außen gehen, mit Vernetzen der Menschen zu tun hat, übernimmt sehr stark Doris. Und auch dieses Zusammenfügen von Konzeption, Visualisierung, Bild und jemand, der das nach außen trägt, ist eigentlich das, was man sich in einem guten Team nur wünschen kann. Ja? Es gibt andere Mitarbeiter, die euch unterstützen, das weiß ich, da könnt ihr aber sicher beredter darüber berichten als ich. Es gibt technische Unterstützung, es gibt eine wunderbare Cutterin. Also das Team ist sehr klein, aber doch auch hier bestens vernetzt. Ja, das mal nur so als einleitende Worte. Ich möchte jetzt euch beide auf dieses kleine Tribünchen bitten und bitten, uns Näheres zu erzählen über das Buch. Wie gibt es das? Was habt ihr vor? Jetzt mal als erste eine ganz intime Frage an euch. Wer ist denn alle zu Fuß gekommen? Ja, so nicht schlecht. Oder? So vom. Der Robert auch, oder? Also es war kein schlechter Schnitt. Gut? Ja.
So, ich wollte jetzt ein bisschen über das Buch berichten, das ich da verbrochen habe. Das ist kein Wanderbuch, also muss ich mal sagen. Das ist vielleicht die schlechte Nachricht. Also wer sich ein Wanderbuch erwartet, ist es nicht, sondern es ist ein Geh-Animationsbuch. Geh-Animationsbuch deshalb, weil es einfach Lust erwecken soll, sich selbst auf den Weg zu machen. Vielleicht zuerst noch mit Nachgehen von einigen Wegen und ja, also dahin planieren, spazieren, das, was da beschrieben ist und auch die Geschichte, das Beobachten, aber dann auch wirklich selber eigenständig loszugehen, um den Horizont zu erweitern, um neue Sachen zu entdecken. Und gerade Wien ist ja eine Stadt, die sehr viel zu bieten hat. Wenn man nur denkt, wenn man durch die Straßen planiert, was es da für Hinterhöfe gibt, für kleine Winkel, versteckte Gassen, Botschaften an der Wand wie Graffitis. Graffitis gab es übrigens schon im alten Rom, also sind keine Neuerfindung, sondern die zeigen eigentlich immer den aktuellen Stand, also wie die Gesellschaft momentan zur Politik steht. Also damit meine ich jetzt nicht diese Schmierereien, sondern wirklich die kunstvollen Graffitis an Häuserwänden. Und es gibt sogar die Wiener Wände, wo es sogar legal ist, Graffitis zu sprühen. Ja, und halt seine persönlichen Plätze und Lieblingsorte aufzuspüren. Also das war mir wichtig eigentlich, euch was in die Hand zu geben, damit ihr euch selbst auf den Weg macht. Ja, ja. Ja, und was möchte ich sagen? Ich sage mal Hallo und vielen Dank, dass so viele gekommen sind heute. Und für mich ist das alles wahnsinnig aufregend, weil ich habe in meinen 18 Jahren Selbstständigkeit noch nie das Gefühl gehabt, dass ich so etwas Bewegendes auf die Füße stellen kann. Genau. Dieses hier, das ganze Waldorf-Projekt ist bewegend und soll bewegend sein. Und wie die Christine vor zwei Jahren ungefähr zu mir gekommen ist und gesagt hat, Doris, ich möchte ein Buch schreiben, habe ich mir gedacht, gut, okay, wieder so eine wahnsinnige Idee. Aber wenn es gelingt, dass sie ihre ganze Lust, Abenteuer zu erleben und Entdeckungen zu machen und ihr kreatives Talent in ein Buch zu stecken, dann kann eigentlich gar nicht viel schief gehen. Und heute ist das Buch fertig und ich habe eine riesengroße Freude damit. Und ich hoffe, es haben ganz, ganz viele eine riesengroße Freude damit. Und in der Zwischenzeit haben wir ja nicht nur an dem Buch gearbeitet, sondern haben Waldörber.at online gestellt, haben viele schon interviewen dürfen, die uns ihre Lieblingsplätze gezeigt haben. Und außerdem haben wir einen Verlag gegründet. Und dieser Verlag hat noch ganz, ganz viel vor. Der wird noch viele Bücher rausbringen, zum Beispiel das in Englisch. Und viele Stadt-Geht-Bücher, also Berlin geht und Zürich geht vielleicht. Und da bin ich wahnsinnig stolz drauf. Ja, und außerdem möchte ich mich bedanken bei unseren Sponsoren, die mit uns diesen Weg gehen. Und den Wegbegleitern, die mit ihren Beiträgen das Buch nur wertvoller gestaltet haben. Und ja, allen, die hier sind und mit uns heute darauf anstoßen, dass Wien geht. Meine liebe Tochter, wo sie jetzt auch immer ist, sie will nicht auf die Bühne, ich weiß. Sie hat auch den Nickname Nachtschatten, also sie bleibt lieber im Hintergrund, aber sie muss sich immer meine verrückten Geschichten anhören über Wien und was dort passiert ist vor so und so vielen Jahren im Nahen Turm oder sonst wo, also sie muss sich das eben alles anhören. Also da möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Und dann auch noch beim Sohn von der Doris, dem Ruben, der mag sich hier auf die Bühne. Das ist die wichtige Generation der Nachkommen.
kommen die Fußgänger. Schon überzeugte Fußgänger, und das ist mal lustig. Kein Otto Nahr, trotz männlichen Geschlechts. Also, der wird mal Fußgänger. Die nächste Generation. So, dann bleibt mir jetzt der feierliche Akt, den Lesenden, also den Wegbegleitern und Geburtshelfern dieses schönen Buches, denjenigen, die das bereichert haben durch ihre Gedanken und durch ihr Leben auch, von dem sie uns ja berichten und aus den Einstellungen hervorgegangen sind, die wir hier nachlesen können. Ich möchte unsere vier Leser zu mir bitten und beginne ganz demokratisch, alphabetisch mit dem Martin Blumenau, sicher kein Unbekannter, eine der wichtigsten Stimmen und Köpfe des und hinter dem FM4. Ich bitte den Roland Thüringer zu mir, Kabarettist und Schauspieler. Zumindest diese Freiheit. Ich bitte Ernst Lehmacher zu mir. Das ist das schöne Buch. Empirischer Sozialforscher, Psychologe. Und ich bitte Hermann Schnupfdammer zu mir. Er ist Professor an der fast leichter zu begehen als von hinten. Oder, machen wir es mit einer Handreichung. Nehmen Sie Platz. Hermann Knoblauer, das hier im Applaus hinter ist, Professor an der TU Wien für Verkehrstechnik und Verkehrsplanung. Also wir haben vier Experten und einen Wahnsinnigen. Also für diejenigen, die ihn noch nicht kennen, ich muss das Geheimnis lüften, es ist Herbert. Ich werde mit Recht sagen, was für Geheimnis ist jetzt gelüftet. Mehr will ich nicht verraten. Ja? Also eine fünfte bedeutende Persönlichkeit hier im Raum. Ich möchte die vier Experten aus unterschiedlichen Richtungen bitten, uns was vorzulesen zu dem Thema. Es wird nachher noch die Gelegenheit geben, zu diskutieren. Ich werde euch vielleicht ein paar Fragen stellen. Mal sehen. Gute Reise. Ich muss anfangen. Ja, alphabetisch. Also, ich war jetzt sehr gespannt, wie du das selbst organisiert hast. Ich habe gedacht, ich habe mit dem Alphabet schon ein bisschen was vorgegeben. Also nur so als Geländer. Bitte. Ich muss zuerst austesten, versteht sie mich, wenn ich in dieser Tonlage verspreche? Okay, das ist ja ein Theatersaal und damit kenne ich mich nicht aus. Ich habe normalerweise ein Mikrofon. Auf den diversen Bühnen gibt es normalerweise auch Mikros und hier bin ich völlig verloren. Ich müsste meine Schwester, das kam jetzt hier an meiner Stadt herstellen, aber das habe ich nicht gewusst. Mein Text, der da drinnen steht, hat mit Gehen in der Stadt eigentlich gar nichts zu tun. Das war der Trick dabei. Nachdem mir Texte, die ich irgendwann vor Wochen abgegeben habe, immer dann im Nachhinein nicht gefallen, gibt es jetzt eine abgedatete Version. Der Text hier heißt Vom Gehen in der Stadtnatur. Der Text jetzt heißt Vom Gehen in der Stadtnatur und der als Natur verkleideten ländlichen Kulturlandschaft. Ich habe es aber inhaltlich, also es ist schon das Gleiche. Inhaltlich jetzt. Okay. Wer seine Stadt nicht begeht, wird sie schwerlich in ihrer Komplexität erspüren können. Das wird auch dem, der das Gehen als Element der Überwindung von Distanzen betrachtet, schwerfallen. Ich empfehle das Stadtgängertum, so wie das gern von Städtern in ihrer Freizeit am Land betriebene sogenannte Wandern anzulegen, nur ohne die lächerliche Kostümierung und ohne diese fixe Routenplanung. Die Eingeborenen dort finden das jetzt recht absurd und überlassen das von Kindheit an ihren urbanen Verwandten oder den dummen Touristen. Sie gehen in Wahrheit gar nicht mehr.
Landleute durchschneiden ihre Gegend genauso mit den notwendigsten Wegen, den Routen von A nach B, wie der gemeine Stadtmensch das im Normalfall tut. Interessanterweise findet der touristische Umkehrfall aber nicht statt. Der Landmensch ist auch in der Stadt GV. Nach 10 Minuten zu Fuß beginnt schon das Gejammer, selbst beim besten Bergretter. Der Städter ist also der gängigere Typ des Gehers. Dass er das Gehen samt dem neugierigen Schauen, der Suche nach dem interessanten Erhabenen in der baulichen, jedoch mit dem, was er für die Natur hält, verbindet, ist der Arm dran. Denn all die vielen kultivierten Wald- und Wiesengegenden, die längst gezähmten Berglaufereien und das viele andere domestizierte an der frischen Luft enthalten ungefähr so viel Natur wie Schönbrunn. Die Gentrifizierung einst wilder Landschaften, ihre Umgestaltung zu quasi Themenparks, hat in Österreich eine Auslastung erreicht, die nur noch mit der Handyfichte vergleichbar ist. Die wirkliche Begegnung mit Unterholz, unberührten Wäldern und unüberwindbaren Hindernissen passiert nur zufällig. Selbst passiert nur dann, wenn man vom Weg abkommt und in Gebiete gerät, in die nicht einmal ein kleiner Jägersteig führt. Dort und nur dort findet sich in Österreich noch Natur. Alles andere ist Zivilisation, so grün sie sich auch verkleidet, so sehr sie auch tut, als wäre sie total zufällig so gewachsen. Sie ist gestaltet von Menschenhand, von Menschen. Trotzdem gelten für diese Vorspiegelung von Natur andere Zuschreibungen als für die andere, deutlich offensichtlichere Kulturlandschaft, die urbane. Obwohl die ja deutlich mehr anbietet an interessanten, erhabenen und erbaulichen, als es der gezähmte Wald und die geblätterte Wiese je können. Gilt sie, die städtische Kulturlandschaft, als leicht einordnenbar. Ein bisschen Architektur, ein bisschen Geschichte, ein Spürchen Flair, das ist es. Das Primorium, das um die diversen Fleckerl grün, in denen sich Menschen bewegen, um sich im Wald zu fühlen, veranstaltet wird, enthält hingegen die gesamte Mystik der Menschheitsgeschichte. Und wir geben uns mit diesem Fake zufrieden, obwohl wir es besser wissen könnten, ja, wissen müssten. Dabei enthält nur die Stadt das Aufregendste überhaupt. Artgenossen, unendlich viele. Menschen, die Spezies also, die seit Jahrtausenden und Jahrhunderten Kulturlandschaften geschaffen hat, die Wildnis begehbar gemacht hat und sie mit ihren Zeichen übersehen hat, im ländlichen wie im urbanen Bereich. Bloß im ruralen Raum findet sich nur ein Bruchteil der Variationen, die dieser Mensch im städtischen Bereich zustande gebracht hat. Dort und nur dort steht also das Interessante, Erhabene und Erbauliche, seinem Ergeher und Erspäher in einem Umfang zur Verfügung, der alle Maße sprengt. Wer also seine oder auch einfach die nächstgelegene Stadt nicht begeht, wird nicht nur sie schwerlich erspüren können in all ihrer Komplexität, sondern auch das Menschsein, diese Sucht zu gestalten, diese Sucht zu zähmen, diese Sucht zu ordnen und die Sucht Kulturlandschaften zu bauen, nicht so recht verstehen können und wohl weiter die künstliche Anlagung im Ländlichen für Natur halten, für Unbehauene und ganz, ganz echt. Das klingt jetzt alles harm und folgenlos, ist aber eigentlich auch ganz schön gefährlich. Wer sich so wenig für seine Art und seine Umgebung interessiert und aus reiner Faulheit gar nicht mehr reflektiert, wird nämlich weiterhin auch an den blauäugigen Retter des Abendlandes, die Kronenzeitung und den Hausverstand glauben. Ja, guten Abend. Ich frage das auch ohne Mikrofon manchmal. Also bei mir ist es so, dass inhaltlich ich sicher mit dem, was ich vor einigen Monaten geschrieben habe, kein Problem habe. Eher mit der Formatierung. Schauen wir das mit dem Zettel sehr klug, ja. Ich habe es auf einen Computer geschrieben und da kann man dann für die Blinden auf 200% mal so groß. Aber ich schaffe das irgendwie. Weiß ob schwarz ist eine besondere Hürde, weil es wird gehen. Wir gehen halt ein bisschen spazieren an die frische Luft und dann darfst fernschauen. Oh Gott, was für eine Strafe für den kleinen Roland. Wienerwald oder Stadtbombe? Ah, das steht nicht dabei, das wird so gesagt. Der Stadtbummel war das kleinere Übel. Schneller erreicht und ab und zu eine Auslage mit Spielwaren. Unerfüllbare Wünsche. Oftmals eh nur eine kleine Runde am Wienerberg, am Fuße der Hills. Also nichts wie schnell erwachsen werden. Moped mit 16. Die Hills am Kohlerberg rauf und runter, rauf und runter, rauf und runter. Kein Meter mehr zu Fuß. Aus beim Anschieben von der blöden Kraxen. Auto mit 19. Kein Anschieben mehr. Die Freiheit auf Rädern. Und die Füße?
trotzdem nicht abgestorben. Sie werden ja zum Konditraining verwendet. Joggen, Intervalllauf und dann kurzes, regeneratives Ausgehen. Erinnerungen an die Fadesse des Spazierengehens, das Ausgehen. Trainingseffekt null. Und dann und wann den Boden der Realität verlassen und fliegen. Zwei Essen, drei Filme und ein Mützelchen später mit Verstopfung in New York gelandet. Offenbar verschließt sich mein Körper dieser keine Zeitreise. Ich mache zu, gerade wo sich uns jetzt alles öffnet. Der Globus ist ein virtuelles Dorf geworden. Selbst der Postbote ist beidbeinig beinamputiert. Ein Brief geht weg und schon ist er da. Von Pfaffstätten nach Nebraska in genau jetzt. Immer mit der Geschwindigkeit der neuen Zeit mithalten. Müssen, nein. Ein Dreck muss ich. Es ist Zeit, die Welt, die immer schneller an mir vorbeizieht, wenn ich sie schon nicht anhalten kann, dann wenigstens zu entschleunigen. Perpetes. Der eigene Bauartgeschwindigkeit akzeptieren. Kein Grund zur Langsamkeit. Der schnellste Weg, deine Welt kennenzulernen, der Fußweg. Vorzugsweise mit gelegentlichem Stillstand. Alles andere ist Lug und Trug. Selbst am geliebten Fahrrad zieht das Leben ungelebt an dir vorüber. Irgendwann war doch ein Weg, ein Ziel, an dem haben wir aber schon lange vorbeigeschossen. Und selbst überholend steuern wir auf den Abgrund zu. Blödsinn. Da gibt's keinen Abgrund. Auf eine Wand. Die letzte Bremse. Fußgänger bremsen nicht. Die bleiben einfach stehen. Und manchmal gehen sie sogar Wände hoch. Frage, kennst du ein Tier mit Rädern? Ja, lesen könnt ihr selbst. Ich bin zu Fuß hierher gegangen, von mir zu Hause. Das ist da so Neubaugasse, Neustiftgasse Ecke, nicht sehr weit. Aber genug, um ein bisschen zu spät zu kommen. Beim Fahrrad wäre ich pünktlich gewesen. Aber beim Gehen habe ich natürlich viel mehr Genuss. Schöne Teile der Stadt. Hirschengasse, herunter, Hilferstraße, Stieg, alles. Und außerdem, man kann dabei denken. Und eigentlich, was ich hier sagen will, was ich sagen werde, ist mir eingefallen bei diesem kleinen Fußspaziergang hierher. Und das Vorteil ist dann noch, ich tue das gern, wenn man geht und man hat so viel im Kopf, und eigentlich zu sagen, dass man ein ganzes Buch schreiben könnte, wenn man lang genug geht, wird das ganz kurz. Es konzentriert sich. Und was ist mir also, was hat sich da konzentriert? So, wenn man geht, wird immer alles dichter. Beim Schreiben wird immer alles länger. Beim Gehen wird immer alles kürzer. Und da ist mir Folgendes eingefallen, eigentlich, was ich gern sagen will dir. Ja, ich kann mich anschließen, dir mit Rädern. Ja, was ist der Mensch? Der Mensch ist ein religiöses, nestbauendes Lauftier. Ein religiöses, nestbauendes Lauftier. Die Religion gibt ihm die tiefe Ehrfurcht vor der ungeheuren Größe der Natur. Das Nestbauen gibt ihm die Geborgenheit in der kleinen Gruppe, in der Familie und rundum, in dem kleinen Hütchen oder Laub, der sich hier baut, um sein Nest. Und das Laufen gibt ihm die Bewegung, die Lebendigkeit. Und nun ist etwas passiert, etwas Furchtbares. Es ist der Mensch, der geglaubt hat, er ist der höchste aller tierischen Entwicklungen, wird jetzt von einer neuen Art unterjocht. Und das ist die Maschine. Die Maschine hat ihn genommen und nimmt ihm immer mehr, diesem Tier,
das religiöse Tier, das zutiefst religiös ist, gegen sein Vertrauen in die Natur. Weil er glaubt, die Natur selber schaffen zu können, ersetzen zu können, machen zu können. Und die Maschine nimmt ihm das Nest und stellt ihm dafür Wolkenkratzer hin. Gigantische Bauten. Aus diesem häuselbauenden Säugetier hat diese Maschine einen Sklaven gemacht, der bauen muss. Sie hat ihn überhaupt unterjocht und das gehabt. Und das Laufen nimmt sie ihm weg mit dem Rad. Das Fahrrad ist noch das geringste der Übel. Das ist der Beginn, nicht einmal der Beginn, sondern ist schon ein Versuch, zurückzukehren zum Laufen. Und, sondern natürlich mit dem Auto, mit den Maschinen, ja, mit den fliegenden Maschinen, mit den Maschinen. Und damit wird das, was der natürliche Mensch wäre und ist, dieses religiöse Tier, dieses nestbauende Tier, dieses laufende Tier, wird degradiert zu einem, ja, zu einem Sklaven und letztlich zu einem Haustier der Maschinen. Zu einem Haustier der Maschinen, aber gut gefüttert. Also ich möchte beim Thüringer anknüpfen, der hat ja gewisse, das ist ja drinnen auch enthalten, gewisse Weisheiten von Ivan Illich. Ich weiß nicht, ob du den Ivan Illich kennst, als Philosoph. Nein. Aber es gibt gewisse geistige Parallelen da. Und der Robert Thüringer fragte in einem seiner Kabarets irgendeinem im Publikum, bin ich schneller als Fuß, als du mit der Formel 1, kannst du natürlich keiner vorstellen, dass der zu Fuß schneller ist als derjenige, der Formel 1 fährt, weil er identifiziert sich ja im Allgemeinen sofort auch mit dem Boliden. Und das Rätsel wird sehr einfach gelöst, indem Roland Thüringer sagt, na okay, wir gehen beide zum Österreichring, ich gehe zu Fuß, haben wir 100 Runden, haben wir gesagt, ne? Ja. 100 Runden und du fängst an, Formel 1 Geräte zu bauen. Ne? Also das ist sozusagen die Thüringer'sche Version mit Ivan Illichs Weisheit aus den 60er Jahren, wo Ivan Illich mit nüchterner Mathematik, was ich an meinen Studenten immer vorrechne, ausgerechnet hat, dass der Mensch, würde er zu Fuß gehen, anstatt für das Auto und den Autoverkehr zu arbeiten, die ganze Zeit zum Fußgehen verwenden würde, kommt er genauso weit, wie er später mit dem Auto fährt. Nur die Welt ist nicht zerstört. Das heißt, die Welt wäre viel schöner, würden die Menschen zu Fuß gehen und nicht Auto fahren. Sie kämen genauso weit. Ist tatsächlich heute nachzurechnen. Die meisten rechnen natürlich dann so noch, dass sie nur ihr Einkommen rechnen, aber nicht das Geld der Oma, das sie verwendet haben, um das Auto zu kaufen. Und die Dienstzeit der Oma ist ihnen eingesteckt. Und wenn sie das dann machen, und die Zeit da abziehen im Krankenhaus, schaut die Welt natürlich ganz anders aus. Aber in meinem Beruf kommt ja der Fußgeher oder Fußgänger überhaupt nicht vor. Die Maßeinheit des traditionellen Verkehrswesens der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, und so bin ich Professor geworden und würde heute noch Professor werden, allerdings nicht bei mir selber, war die PKW-Einheit. Das heißt, die Welt draußen wurde nach PKW-Einheiten zurechtgeschnitten. Und der Fußgänger, den kannst du nicht in PKW-Einheiten umrechnen. Eine Straßenbahn wird in zwei PKW-Einheiten umgerechnet, der LKW auch. Das heißt, die Menschen sind im traditionellen Verkehrswesen nicht existent. So schauen die Richtlinien nach wie vor aus. Deshalb habe ich auch in den 60er Jahren sozusagen die Abfallprodukte des Wiener Verkehrskonzeptes zu bearbeiten gehabt, die keiner der renommierten Professoren damals, sie waren noch keiner, anrühren wollte, weil das war höchst unanständig, sich mit Dingen zu beschäftigen wie dem Fußgänger. Und das zweite, eine zweite Art, die überhaupt nicht existiert hat in Wien und auch nicht gewollt wurde, war der Radlfahrer. Das haben wir dann auch durchgesetzt. Und dann habe ich Ende der 60er Jahre dann auch die Möglichkeit gehabt, die Fußgängerzone in der Kärntner Straße und im Graben
zu gestalten. Und da waren selbst die Historiker Wiens, weil hier auch Historie bereits genannt wurde, massiv gegen mich, indem sie mich aufgeklärt haben. Ich war damals ja noch kein Professor. Und ein Professor der Geschichtswissenschaft ist dann aufgestanden und hat gesagt, ob ich denn nicht wisse, dass die Kärntnerstraße immer ein Ausfallstor nach dem Süden wäre. Und ich wollte jetzt eine Fußgängerzone machen. Ich konnte mich damals dadurch retten, dass ich gesagt habe, und jetzt ist ein Einbahn nach dem Norden. Dadurch konnte ich den Angriff zumindest die Spitze abbiegen, aber konnte im Endeffekt nicht, es konnte nicht aufgehalten werden, dass die Innenstadt von Wien durch meine Aktivitäten verödet ist. Was ja allein Wildörp zeigt. Das heißt, dort ist offensichtlich die Wildnis ausgebrochen, was die Geschäftsleute natürlich in weißer Voraussicht sofort gesehen haben. Seinerzeit, weil sie festgestellt haben, keine Autos, kein Geld. Und das ist ja in der Zwischenzeit eingetreten. Sie sehen ja selten und nur mehr Autos in der Innenstadt von Wien. Und deshalb gibt es ja keine Geschäfte mehr. Das habe ich auch in Wien nicht mehr so deutlich erlebt, wie ich das Jahre später, woraus Sie erkennen, dass ich mich nicht weiterentwickelt habe, weil ich den kleinen Unsinn dann in Kaltern der Gemeinde eingeredet habe und das Zentrum von Kaltern zu einer Fußgängerzone gemacht, also gemeinsam mit der Politik gemacht habe. Und da war eine sehr weitblickende Geschäftsfrau, die übrigens Schuhe verkauft hat, militant dagegen, weil die Leute, die bei ihr Schuhe kaufen, sind alles Autofahrer. Und wenn keine Autos mehr dort vor ihr Geschäft fahren können, dann wird ihr Geschäft natürlich zugrunde gehen. Also Sie sehen, die Dame war ebenso weitblickend wie der Reifenhändler, die massiv, wie Sie es ja auch bei Zeitungen lesen können, permanent gegen jeden Weiterbau von Straßen und Autobahnen auftreten. Also sie sind ungefähr genauso geschäftstüchtig. Und interessant war der Architekt Angolese, der diese Sachen dann auch gestaltet und gepflastert hat, ist, nachdem die Dame im Fernsehen öfters aufgetaucht ist und in den Dolomiten und ähnliches ihr Leid geklagt hat und das Verbrechen, das man dieser kleinen Ortschaft angetan hat, er verbindet Wien übrigens mit dem Rhein, nur dort ist er der Kolterer und bei uns ist er der Heilige. Da ist der Architekt Angolese beim Geschäft, als die Fußgängerzone eingerichtet war, vorbeigegangen, hat 200-Euro-Scheine in die Hand genommen und hat so beim Geschäft hineingewunken. Hat er gesagt, ich bin ein Fußgänger, Jockerwelt. Und ist wieder seine Wege gegangen. Und die boshaften Beamten haben sich dann die Mühe im Kaffeehaus hingesetzt und haben mit ihren Handys fotografiert, wie Leute dort mit irgendwelchen Einkaufstaschen aus dem Geschäft herausgeschnitten sind, mit der Werbung für die Schuhgeschäfte, aber ich vermute, das haben sie nur den Leuten geschenkt, damit die beim nahegelegenen Parkplatz Werbung für dieses Geschäft machen. So dürfte es auch in Wien gewesen sein und Wildörp ist meiner Ansicht nach eine sehr dankenswerte Einrichtung aus verschiedenen Gründen. Erstens glaube ich zur Wiederherstellung des aufrechten Ganges. Da muss ich allerdings sagen, beim Verlagen müssen Sie zum Buch noch etwas dazugeben, was heute so in Ansätzen bereits vom ersten Leser genannt wurde, nämlich zu verstecken, damit es leichter geht, wieder aufrecht zu gehen. Das sieht man in Tourismusgebieten bereits häufig. Soll irgendwie aus dem Norden kommen, wo der vierjährige Fortschritt vielleicht noch nicht so weit gediehen ist. Und das Zweite ist, dass Wildörp natürlich eine gewisse Brückenfunktion für die Wiederrevitalisierung der Wiener Innenstadt mit Elektroautos leistet, bis alle Leute Elektroautos haben, damit die Elektroautos wieder am Stock im Eisenplatz herumtollen können, damit die Wiener Innenstadt aufblühen kann. Für die Wortspenden, von den halb Neuschöpfen der Texte bis zu den geradezu intellektuellen Büttenreden, großartig. Die Herren haben es mir wahnsinnig leicht gemacht, auch in der Chronologie, indem sie nämlich ohnehin schon angefangen haben, nahezu zu diskutieren, möchte man sagen, und Argumente zu liefern. Das wollen wir jetzt noch ein bisschen fortsetzen. Ich würde euch beide zu uns bitten, einfach hier auf diese schöne Vogelstange. Es gibt noch eine. Es ist nach vorne.
angefasst, ungefähr hinten ist eine Leiste. Nur die Strubelbäderartigen sind gefährdet. Also, ja. Ich würde gerne den Lesern natürlich Fragen stellen. Er hat uns jetzt so Knochen vorgeworfen und das ging mir natürlich schon so beim Lesen der Beiträge. Und da drängen sich mir so Fragen auf, die dann gerne bitte ihr beide Initiatorinnen und auch hier unsere Gäste weiterfädeln können an diesem Faden. Roland Thüringer, ich stelle jetzt mal die klassische Primitivfrage, ich komme nicht um Sie herum. Nun sind Sie ja bekannter oder bekennender oder waren Sie, ich weiß nicht, das ist ein Saulus-Paulus-Vorgang, Auto- und Motoren-Sportler oder Freak oder ich weiß nicht. Und gleichzeitig der Geher. Wie geht das zusammen, zwei Seelen? Ich glaube, dass wir alle zwei Seelen oder manchmal sogar mehr Seelen in uns haben. Erstens einmal, also viele Seelen wahrscheinlich, und manche kommen halt mehr zutage und manche weniger, und das kann sich ja verändern. Nicht? Was ausrinnt, das ist dann nicht immer was anderes, aber es ist letztendlich in dir drinnen. Meine Geschichte ist die, dass ich ein sehr botschertes Kind war. Ich war wirklich sehr botschert, bin ein Einzelkind, daher sehr behütet geworden von meinen Eltern und einfach geschaut, dass mir nichts passiert. Und wenn auf ein Kind immer so aufpasst wird, dann wird irgendwann mal botschert, weil es nichts machen darf. Ich war im Turnen ganz, ganz schlecht. Und dann habe ich mit 12 Jahren einen Freund kennengelernt, der Freund von meinem Vater eigentlich war, der Motorrad fahren gegangen ist, nämlich Motocross, also als Sport, nicht jetzt als Fortbewegungsmittel oder als Ideologie, sondern der ist einfach so, wie einer Skifahren geht oder Tennis spielt, ist der Motocross gefahren, das war der Herwig Seebeck damals. Und ich habe mit 12 ins Motocross fahren angefangen. Und das ist ein sehr, sehr anstrengender Sport, obwohl die Menschen glauben, man sitzt auf dem Motorrad und tut nichts, aber das ist vergleichbar mit einem Boxkampf, wo du eine Stunde kaut wirst, so ist das. Naja, aber das ist ein Motorrad mit 60 PS und Bodenwellen, das musst du immer abfahren. Es ist sehr anstrengend und dadurch hat sich durch diese Maschine hat sich dann mein Körper verändert. Und auch mein Zustand zu meinem Körper hat sich verändert und man hat dann das Gefühl, dass man nicht mit einer Maschine um diese Strecke fährt, sondern du bewegst dich um die Strecke. Ja. Und daher war Motorrad für mich immer ein Sportgerät und keine Lebenseinstellung, es war einfach eine Prothese in Wirklichkeit. Mhm. Ja. Das Auto war für mich nie wichtig. Auto war immer ein Zweckgerät, damit ich eine Anhängekopplung montieren kann, einen Längeranhänger und Motorradlogie oder später dann einen Bus, das war das Auto für mich. Und dann gab es eine Phase in meinem Leben, wo ich wirklich viel Geld verdient habe und mir gedacht habe, was soll ich machen? Und die Scheideleitung gesagt, leg's an. Und ich habe gesagt, nein, ich bin deppert, ich kaufe mir einen Blödsinn. Und recht habe ich gehabt, weil von den ganzen Sachen, die ich damals gekauft habe, was gehabt. Weil die anderen ist Geld auch weg, aber die haben nichts gehabt davon. Und ich habe mir dann Autos gekauft, so wie andere Matchbox-Autos. Da haben wir dann Autos gehabt und da habe ich überhaupt ein Stück geschrieben und das war dann irgendwie populär und daher war ich daher Auto nicht sein. Und das ist meine Geschichte, aber an einem Auto ist nicht mein Herz irgendwie kennt. Ich habe immer noch sehr viele Autos gehabt, die sind alle weg. Was bei mir ein viel größeres Thema in meinem Leben ist, dass ich eigentlich keine Stadt mag. Das ist jetzt vielleicht für dieses Buch jetzt schlechter, wenn ich das sage. Ich bin zur Hälfte ein Waldviertler, weil meine Mutter aus dem Waldviertel ist und mir ist der Wald auch sehr, sehr nahe. Und ich bin dann in den 90er Jahren einfach aus der Stadt geflüchtet. Ich bin zwar im 10. Bezirk aufgewachsen und habe im 7. gelebt, der ein sehr schöner Bezirk ist, wo ich jetzt bei einer Frau noch eine Wohnung habe. Also ich gefallen, weil ich die Stadt besuche, aber ich gehöre ganz woanders hin, nämlich in den Wald. Weil eine Stadt ist für mich eine Maschine in Wirklichkeit, also eine riesige Maschine, die aber nur dann funktioniert, wenn es angesteckt ist. Sobald die Stadt nicht mehr angesteckt ist, steht die Stadt. Der Wald, der braucht keinen Stecker, der braucht keinen Strom, der hat die Sonne. Aber, und das ist das, was mich jetzt wieder zu dem Buch führt, bei dem Finale, was ich jetzt mache, diese Maschine wurde auf einen Grund gebaut, der ursprünglich einmal ein Land war. Ja? Und da gibt es einfach sehr alte Strukturen, ich glaube, und darum geht es auch in diesem Buch, dass man die Stadt neu entdeckt, nämlich nicht als Maschine, sondern einfach als einen Lebensraum, das ja ursprünglich auch war, der einfach entwickelt wurde und ich bin sicher, dass wir leben jetzt halt hier, manche länger, manche kürzer, aber länger als 100 Jahre ist sicher keiner auf dem Planeten. Und wir wissen nicht, wie die Städte früher wirklich waren. Ja, und ich glaube, dass eine Stadt früher ganz was anderes war als jetzt, nämlich keine Maschine, sondern wirklich eine soziale Einrichtung, eine Notwendigkeit, um sich zu schützen,
um sich einfach gegenseitig zu helfen, aber für mich ist es eine Stadt mittlerweile nicht mehr. Und dazu tragen sehr viel diese Maschinen bei, die Autos und Motorräder auch in der Stadt, ja, dass man einfach keinen Kontakt mehr hat und zu schnell ist. Und ich gehe seit einiger Zeit schon wieder zu Fuß in der Stadt, wenn es sein muss, fahre ich mit den Öffentlichen, lass mich anstinken. Aber wenn es nicht sein muss, gehe ich am liebsten zu Fuß und da kriegt man einfach am meisten von der Stadt mit. Und das gilt auch im Wald. Auch im Wald ist es am schönsten, wenn man geht und nicht mit dem Mountainbike downhill. Ja. Der Hermann Knoflacher hat einen lachenden Zug oder zuckenden, bestätigenden Lacher ausgestoßen, gerade neben mir, zu dem Thema, die Stadt ist eigentlich eine große Maschine und das war nicht immer so. Deswegen muss ich fragen, war das nicht immer so? Und um eine Klammer nach vorne zu ziehen, zu schließen, was wäre eine idealere Zukunft? Also eine Utopie, die ja in Ihrer Arbeit stark vorkommt, als Idee auf jeden Fall. Naja, aber der Ernst Gehmer hat ja vorher gesprochen von dem religiösen Wesen. Mhm. Sie haben vorher von dieser jüdischen Turnhalle gesprochen. Mhm. Also nehme ich an, dass Sie auch das Alte Testament ein bisschen kennen. Ja, zudem in einer Klosterschule. Na also. Da wird ja beschrieben, eigentlich sehr klug beschrieben, wie eine Stadt entstand. Wir waren der erste Stadtgründer. Ich denke jetzt natürlich sofort alttestamentarisch. Ja, die älteste Stadt, und da bin ich bei Jericho. Aber ist uns da der Stadtgründer bekannt? Nein, es verläuft sich hinter den Mythen. Also später. Viel später. Also von uns aus betrachtet sozusagen weit entfernt. Ja. Na, der Ding, der Kain war es ja, ne? Er hat ja zur Strafe für den Tod Abel, hat er ja die Fluch auferlegt bekommen, ruhelos auf der Erde herumzuwandern. Mhm. Und was hat er gemacht? Er wurde gezwungen, sich zu sozialisieren, sich mit anderen Haberer zusammenzutun und nicht nur die Leute innerhalb seiner Familie umzubringen, beziehungsweise zu respektieren, sondern möglicherweise auch andere Stämme und Gruppen zu respektieren. Das enthält ja dieser Satz im Wesentlichen. Ja. Das heißt, eine Stadt ist eine Einheit, die größer ist als eine Familie und die ist größer als irgendein kleiner Stamm. Mhm. Und dadurch wurde der Kain eigentlich zum Stadtgründer. Warum? Damit er die Zwangsmobilität ablegt. Mhm. Weil sonst hat er immer müssen die Dinge davon wandern. Das heißt, die Stadt wäre im Wesentlichen ein Ort der intelligenten, sozialen Kommunikation und der Schaffung von Nestern, meinetwegen, der Vielfalt der Stadt und auch der Schönheit, weil man holt jetzt nur in einer schönen Umgebung aus auf die Dauer. Das heißt, das waren die Ingredienzen, die früher die historische Stadt, bevor es technische Mobilität gegeben hat, geprägt haben. Die Leute, die natürlich Pferde gehabt haben, die haben schon damals schief gebaut. Ne? Das sieht man ja heute an den Schlössern und an den nicht begehbaren Dimensionen ihrer Gebäude. Ist ja ganz ein klarer Fall. Das heißt, die schönen Städte sind die vielfältigen kleinen Strukturen, wo man mit jedem Schritt etwas Neues entdeckt, genauso wie im Wald. Wenn man am Wald lesen kann. Natürlich, wenn man sich im Wald fürchtet, ist es genauso, wie wenn man von der, vom Land. Kann man in der Stadt genauso. Wenn man sucht, das sage ich ja. Es ist beides. Es hängt immer davon ab, sozusagen, wie man mit dem Herzen zu dieser Geschichte, mit den Ohren und mit den Augen zu dieser Geschichte steht. Das heißt, die alte Stadt, und das ist ja auch die Schwierigkeit, setzt, das ist eines unserer Probleme von heute, setzt an die Planung sehr hohe Ansprüche oder verlangt sehr hohe Ansprüche. Das heißt, die Planer von heute sind alle steppert, um überhaupt eine Stadt zu planen. Und sie können das wunderbar in der Kärntnerstraße, ich habe das heute gesehen, beobachten, bei dieser schauderhaften Fassade, dieses Neubaues, der dort entsteht, steppert, da kann man das nicht machen. Ich meine, nicht einmal ein Käse, leider mal Käse mit vier richtigen Würfeln, schaut schier aus wie das, was dort entsteht. Da können sie die ganze Fassade entlang gehen und sie kriegen immer die gleiche Antwort von der Umgebung, die lautet, bla, 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 bla. Und das ist kein Dialog, mit dem man sich einlassen kann. Das heißt, eine Stadt muss ein Dialog sein, der mit jedem Schritt etwas Spannendes erzählt. Und deshalb darf es in einer Stadt in der Regel keine rechtwinkligen Kreuzungen geben, nämlich die Standardform der depperten Kreuzungen aus dem 19. und 20. Jahrhundert, wo es angefangen hat, Technik deppert zu agieren und so weiter. Eine Frage? Also was interessiert Sie an Wild Earth? Dass es eine gute Idee ist und den Leuten die Augen öffnet,
für Dinge, die sie übersehen, wenn sie im Auto drinnen sitzen. Weil in der Stadt gibt es unheimlich viel zu entdecken. Und weil ERP, glaube ich, wird hoffentlich den Leuten wieder beibringen, dass sie sich nicht alles gefallen lassen, was so an miserablen Bauten gemacht wird. Und welche Wege gehen Sie am liebsten? Oh, überall was Schönes. Okay, danke. Welchen Weg gehen Sie am liebsten? Nach Hause. Das ist am schönsten. Und nach einem langen, langen Weg nach Hause zu kommen. Und was gefällt Ihnen an Wild Herb am besten? Na, Wild Herb, das ist wirklich etwas, das ist großartig. Wild Herb ist die große neue Bewegung. Ich glaube, das ist so, wie das Frühchristentum im Römischen Reich war. Also, es entwächst etwas, das wird ganz, ganz groß werden und die Menschen werden alle vollkommen ergriffen sein und es wird die Menschheit ändern. Das ist ein Stück einer solchen Bewegung. Danke. Welchen Weg gehst du am liebsten? Welchen Weg gehe ich am liebsten? Also eigentlich am liebsten immer einen anderen Weg. Also es gibt keinen Weg, den ich so favorisieren würde, sondern am liebsten gehe ich einfach ständig einen Weg, wo ich was Neues entdecken kann. Also einfach immer eine andere Abzweigung nehmen und immer bei einer anderen Kreuzung abbiegen, so damit ich immer was Neues entdecke und der Horizont sich erweitert und man immer, immer was Neues entdeckt. Und was gefällt dir am Wald am besten? Der Ruben. Mit dem tollen Hut. Was mir im Wald am besten gefällt, ja, das ist so eine Zusammenkunft, ist eigentlich von lauter unterschiedlichen Menschen, also von Individualisten, die doch eine Gemeinsamkeit haben, und zwar eine Gemeinsamkeit, die wir alle Menschen haben, und das ist das Gehen.